Herzlich willkommen zurück zu Sunken Land. So, ich hole mal ein bisschen Wässerchen. Ich glaube, das ist wichtig. Nach der heftigen Attacke letzte Nacht haben wir uns das auf jeden Fall verdient. Ich weiß ja nicht genau, ob ich das hier gut finde. Aber ich glaube, diese komischen Piraten und wie die alle heißen, die können nicht springen. Und deswegen ist das ganz gut. Ich kann nämlich springen. Vielleicht mache ich mir auch noch so eine kleine Leiter dran. Aber brauchen tun wir die, glaube ich, nicht unbedingt. Wir können uns auch hier eine Leiter dran machen. Aber dann kommen die, glaube ich, hoch, oder? Ich weiß es nicht genau. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Stuff rein. Ich hole noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir vielleicht ein Segelboot gebaut bekommen. Why not? Ich finde die Idee super. Kann man hier vielleicht direkt... Oh ja, das kann man natürlich auch. Aber da komme ich nicht hoch. So. Ich hätte gerne so einen kleinen Zaun. Dann könnte man hier so ein Dings einfach machen. So ein... ein Zaun halt, ne? Haben wir nicht. Haben wir doch nicht, oder? Oder hier. Obwohl, wir haben Holzbarrikade. Metallrüstungsplatte. Das reicht doch. Ach nee, das ist was anderes. Die kann man einfach irgendwo hinstellen. Hm. Na gut, warte, ja, wir gucken mal. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir nutzen können. Und diese Holzbarrikaden sollten wir wahrscheinlich eher auf den Boden stellen dann. Hier müssen wir aber auch mal gucken, ne? Dass wir vielleicht am Rand dann immer irgendwie die Barrikaden deponieren. Aber dann können wir selber nicht mehr angreifen. Ich hab da viel mehr schon reingemacht, das ist ja komisch. Ja, ich mach mal noch ein bisschen. So. Und dann ein bisschen Holz noch rein. 5. Bei einmal hole ich jetzt noch. Na. Hallo? 2 Eimer. Perfekt. So. Okay. So, also dieser Speer hier, der war schon mal ganz nett, muss ich sagen. Ich würde aber tatsächlich das Ding rausnehmen. Da machen wir dann stattdessen die Armbrust hin. Das hätte ich gerne. Armbrust, da brauchen wir ein Seil, brauchen Komponenten und Schrottmetalle. Das haben wir jetzt nicht. Die müssen wir unbedingt finden. Das ist sehr, sehr wichtig. Warte mal, Barrikade. Barrikade. 3000er Schutz. Holz und Schrottmetall. Das sieht auch sehr geil aus. Es ist ja eigentlich, es geht ja nur darum, dass man irgendwelche Sachen in den Weg stellt, damit die dann dagegen rennen und man sie besser abwehren kann. Ne? Dieses Ding würde ich dann wahrscheinlich wegmachen. Dann machen wir hier Barrikaden hin, bis hier vorne. Hier unten machen wir auch Barrikaden, aber zwischendurch vielleicht nur so Reifen oder so, dass wir immer hier runterpieken können oder runterballern mit einer Armbrust. Dann machen wir uns vielleicht noch eine kleine erhöhte Geschichte. Und dann kann ich hier auch mit der Armbrust runterzimmern. Und hier oben drauf, da kommt dann unser Schlafgemach hin. Ich glaube, das ist eher so unser Safe Space dann oben drauf. Unten ist eher Abwehr. Ich glaube, das ist gut. Ja. So, okay, was können wir denn hier noch loswerden? Nicht mehr so viel. Wir sollten vielleicht noch eine weitere Truhe bauen. Das mache ich jetzt mal eben. Da kommen dann unsere ganzen Dekoartikel rein. Truhe. Ich glaube, dass diese Metallkisten, diese hier, wesentlich mehr Aufbewahrungsplatz haben, oder? Statt 12 Holz. Lebensmittelbehälter, der wäre auch ziemlich cool. Naja, ich mache jetzt noch eine Holztruhe. Die stelle ich aber...
Hier hin. So. Und dort machen wir sowas rein wie Munition. Ja? Also für völlig andere Sachen. Von mir aus, ach, Essen können wir auch noch. Aber ich habe hier noch ein bisschen Essen. Dann machen wir die noch weg. So. Hier machen wir jetzt die ganzen Dekoartikel rein. Das, das, das. Auch die Medizin, das, was wir verkaufen möchten. Munition, Klamotten. Also sowas, sowas, sowas. Das, das. Hier passt aber viel rein, ne? In diese Kiste, muss ich sagen. Der alte Speer, vielleicht können wir den später noch recyceln. So, das kann raus. Das auch. Das auch. Hier mache ich jetzt nur klassische Ressourcen rein, würde ich sagen. Diese Dinge. Und alles andere kommt rüber. Das kann alles hier bleiben. Oh, eine Gasmaske. What? Das ist schon krass, oder? Glaube ich. Ich habe eine Gasmaske. Kann ich mit der unter Wasser vielleicht? Nee, ne? Brauchen wir eine Sauerstoffmaske. So, okay, da kommt alles rein. Let's go. Hier rein damit. Jawohl. Nahrung. Nee, das lassen wir mal kurz. Das will ich noch abkochen. Und das auch. Das kommt jetzt hier rein und das kommt auch rein. So, perfekt. Dann können wir das nehmen. Dann kommst du da noch rauf. Und ich muss langsam mal los, ansonsten wird es eng. So, das Ding hier rein. Das lasse ich auch erstmal alles hier. Und das kommt nach vorne. Und wir eiern jetzt erstmal los mit unseren tollen Flossen. So, wir brauchen dringend mehr Stuff. Wo waren das mit den unbekannten Ruinen? Da will ich hin. Oder Bezirk 3. Ich gehe wieder in Bezirk 43. Ah, der war cool. Come on. Lasst uns looten gehen. Wir brauchen Stoff und Pipapo. Wir brauchen Zeug für die Armbrust. Ich hätte gerne die Armbrust. Wenn jetzt ein Hai kommt, mache ich ihn platt mit meinem heftigen Speer. Oh, guck mal da vorne. Dieses fette Auto will ich haben. Oh ja. Hier ist Bezirk 43, ne? Ich glaube, das Ding hatte richtig viel abgeworfen hier. Das. Glas. Ja, Glas ist gut. Oh Gott, ich muss hoch. Moment, ich war wieder ein bisschen übermütig. Wie immer. So, jetzt. Schrottmetall, Glas, Schrottmetall. Ja, 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 ja. Okay. Perfekt. So, dann, checke ich hier nochmal kurz die Lage. Hier. Oh mein Gott. Oh, ich muss wieder hoch. Moment. Aber wie gesagt, mit den Flossen geht es ja jetzt ein bisschen fixer. So, dieses Gebäude hier. Insane. Also Stoff ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, ne? Hier ist Stoff, glaube ich. Nee, doch nicht. Ist nur Holz. Ist ein Bett. Noch ein bisschen Stoff. Hier. Schrubbenhemd. Was ist ein Schrubbenhemd? Was sind denn das für Begriffe? So, warte mal. Armbrust. Noch mehr Stoff für ein Seil brauche ich und dann brauchen wir mehr von diesen Dingern. Oh Mist. Hier ist ein Auto. Da habe ich auch noch eine Waschmaschine gesehen.
Komponenten, sehr gut. Da ist die Waschmaschine. Perfekt. Und hoch. Oh, hier, guck mal, da. Tracker. Auch wieder Glas. Komponenten? Gib mir mehr Komponenten, come on. Ich brauche noch mehr Komponenten. Dieses Haus hier auch nochmal sehr interessant. Also es ist besser, wenn wir... Ich glaube, wir holen uns erstmal das Ruderboot, oder? Ich glaube, das Ruderboot ist gut. Weil da haben wir eine Kiste drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Segelschiff aussieht. Ob wir da auch eine Kiste haben. Hier nochmal Komponenten. Nice. Weil dann wäre es natürlich super, dann würden wir einfach nur mit dem Schiff da drüber irgendwie parken und dann gehen wir runter. Gucken uns alles an. So, das noch. Wir sind eh voll. Hier ist noch eine Couch. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Schnell. So. Insel, wo bist du? Dort bist du. Okay, let's go. Okay, wird eh schon wieder Nacht. Die Tage sind echt, ne? Die sind so kurz. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn man das... Wenn man das noch einstellen könnte. Würde ich gut finden, muss ich sagen. So, also diese Clowns, ne, hier diese Piraten oder was das, diese komischen Typen, die kommen hier nicht hoch. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, wir machen hier auch noch eine fette Wand hin, würde ich sagen. Also hier vorne zumindest. Das fühle ich. Also hier muss noch eine Wand hin. Hier. So, guck mal. Ich wollte eigentlich noch ein Fenster machen, ich honk. Da kannst du jetzt noch ein bisschen runtergucken, ne? Naja, ist nicht so schlimm. Und hier machen wir dann eher so Barrikaden vielleicht, ne? Oder vielleicht machen wir hier noch ein paar Barrikaden, dass die definitiv nicht hochkommen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir das veranstalten hier. Hier oben können wir bestimmt noch einen Metallboden machen. Guck mal, sehr gut. Hier, sehe ich aber eher hier. Oh ja, wie gut. Hallo? Guck mal, da ist unsere nächste Etage. Voll gut. Dann machen wir hier so eine Leiter hoch oder so. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. So, aber was ich jetzt machen wollte, war ja die Armbrust, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Seil. Das kriegen wir hin. Und dann gibt es endlich die Armbrust. Ein Traum. Die kommt hier hin. Und dann machen wir uns noch ein paar Pfeile. 10, 20, 30. 30 Pfeile, die ich auch gerne hier haben möchte. Der Eimer muss nicht mit. So, dieses Shirt. Übrigens haben wir überall Rüstung 1, ne? Aber wir haben hier so krasse Handschuhe. Wie sehen die aus? Bisschen cooler. Das Ding, taktisches Hemd. Ich finde das eigentlich besser hier, oder? Taktisches Hemd. T-Shirt. Oh Gott, ich nehme das taktische Hemd, das passt jetzt optisch. Obwohl, zu den Haaren passt ja eher das Shirt hier, ne? Naja. So, dann machen wir jetzt hier die Klamotten noch rein. Die können wir vielleicht verkaufen. Aber hier steht nichts mit irgendwelchen Werten. So. Das nehme ich nochmal mit rüber. Der Eimer kann hier rein. Das Shirt kann hier rein. Das kann hier rein. Das nehme ich nochmal mit rüber. Diese Sachen würde ich gerne kaputt machen, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie. Das kann noch rüber. Und diese ganzen Materialien ballen wir hier hin. So.
Wo, wenn wir jetzt hier so ein paar Barrikaden machen, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit den Barrikaden machen. So, warte mal, wenn ich mir hier eine Leiter hochmache, kann ich von oben auf jeden Fall runterballern mit der Armbrust, Leute. Dann machen wir lieber hier ein paar Barrikaden hin, dann kommen die hier nicht her. Und hier so an die Ecken immer, ne? So an die Seite, würde ich schon sagen. Wir können von da oben runterschießen. So eine Leiter, was kosten die? So. Das gefällt mir schon mal sehr gut, Leute. Guck mal, da kann ich doch von hier aus super abschießen. Oh ja. So. Barrikaden. Reifenstapel. Metallrüstungsplatte. Stacheldraht. Stacheldraht wäre auch eine richtig gute Sache. Und dies hier, eine Wandsperre. Oh. Oh ja. Das ist es, Leute. Das ist es. Aber sowas von. Brauchen Holz. Das ist es. Oh, let's go. Wir holen uns Holz. Jetzt wird da wohl hoffentlich keiner kommen. Oh ja, oh ja, oh ja. So, bisschen Licht. Ich fälle mal eben die Insel, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir machen uns richtig schöne Barrikaden. Wenn die nämlich von der Seite kommen, ist mir scheißegal. Sollen die doch von der Seite kommen. Sollen sie doch kommen. So, und wenn diese Sachen hier nachspawnen, ist das doch alles super. Da haben wir doch, sind wir doch safe. Würde sagen, ich gehe noch mal eine Runde pennen, ne? Aber vielleicht ist das auch eine schlechte Idee, schlafen zu gehen. Aber wir müssen definitiv zwischendurch schlafen, weil die Energie geht rapide runter, ne? Ich bin voll. Fische müssen wir noch einsammeln. So, okay, warte. Ich werde einfach ganz kurz diese Dinger bauen. Die sind noch sehr, sehr nice. Und das war schwer. Jetzt brauchen wir wieder Metall. Das würde ich tatsächlich richtig gut finden, wenn wir die Dinge einfach drumherum setzen. Gegebenenfalls können wir hier auch noch ein paar Barrikaden packen, falls sie irgendwie rüberkommen wollen und das doch irgendwie schaffen. Aber das hier ist doch total super. Okay. Ich gehe mal kurz schlafen. Es ist noch nicht Schlafenszeit. Weil es mir so gut geht. Scheinbar. So, hier hätte ich noch ein bisschen was. Ein bisschen Holz haben wir. Na, dann brutzeln wir noch ein bisschen was. So, und dann holen wir noch ein bisschen mehr Wasser oder was? Nö. So, diese ganzen Klamotten. Sobald wir Wände haben, werde ich mir diese Leuchtreklame hier hinmachen, weil ich die wirklich geil finde. Das muss ich jetzt mal so sagen, ne? Ich glaube, hier mache ich mal so. Hier machen wir mal eine Wand hin an die Seite. Hier so. Und da machen wir eine Leuchtreklame ran. Das könnte richtig, richtig schick aussehen.
Aber wir brauchen erstmal Metall. Mist. Ich komme jetzt gerade nicht weg hier. Guck mal, die Fische. Oder hier packe ich was rein. So, haben wir das alles. Das steckt, glaube ich, drüben noch. Hier noch ein bisschen was zu futtern. So, dann holen wir mal die Fische. 3 Stück, perfekt. Sehr gut. So, Tür schließen. Okay, wir brauchen für das Boot, für das Schiff, benötigen wir 2 Seile. Okay, wir haben nicht so viel Stoff. Das wird nichts werden. Okay, das Schiff müssen wir später bauen. Wir bauen jetzt erstmal das Tretboot. Der Tretboot vor allem. Das Ruderboot oder das Paddelboot. Dafür haben wir aber auch nicht. Geht jetzt auch nicht. Okay, kacke. Oh, wir können uns Rezepte anpacken. Oh, das ist gut. Können wir das wieder rausmachen? Wir sammeln jetzt erstmal für... Wir sammeln für beides. So. Und ich hätte auch gerne einen... Oh ja, wir bauen jetzt einen Pflanzer, Leute. Das ist es. Einen Pflanzer. Wir brauchen das und Holz. Und dann machen wir uns selber Erdbeeren. Oder hier so einen Baum. Ein Baum in der Base ist doch auch geil. So, schau mal hier. Wenn das nicht schicki ist. Wir werden das wahrscheinlich hier noch ein bisschen vergrößern. So, hier machen wir jetzt ein bisschen Baum hin. So. Und da können wir... Wollen wir jetzt hier... Doch, wir pflanzen jetzt einen Baum. Das ist eine gute Idee. Ich sehe zwar nichts hier. Ah, hier, okay. Ja, come on. Hier in die Ecke ein schöner Baum. Hier kommen noch ein paar Spikes hin. Und die Seite können wir ja vielleicht noch ein bisschen... vergrößern. Wir bauen nach oben. So groß muss die Base gar nicht sein. Hier ist, glaube ich, schon ausreichend. Wenn wir uns nach oben ein bisschen weiter ausbauen, ist das ja auch völlig okay. Links und rechts würde ich noch ein bisschen erweitern. Vielleicht hier noch 3 Fundamente und da noch 3 Fundamente. Aber dann können wir die Sachen nicht mehr umstellen. Das nervt mich. Ich würde die gerne umstellen. Warte mal, wir haben noch den Hammer, ne? Aber ich glaube, da wurde jetzt auch noch kein Update gemacht. Das kann man, glaube ich, trotzdem nicht machen. Hammer. Hier, Reparaturhammer. 2 Seile und Holz. Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Ja, egal. So, das kann rüber. Das wird gegessen. Das kann rüber. Das nehmen wir raus. Kochen. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Trinken müssen wir. Dann können wir eigentlich gleich losdaddeln. Und losziehen. Und noch mal rüber in den Bezirk. Ja, weil da haben wir 37% erst. In den Bezirk. Wir brauchen jetzt also für unsere Rezepte Metall, Schrottmetall, Komponenten. 6 Stück. Wie viele Komponenten haben wir denn? 3. Okay. Komponenten. Wir brauchen sehr, sehr viel Stoff. Und Holz. Okay. Und dann bauen wir uns die. Oh, guck mal, wie schnell das wächst. Hä, wie cool. Das ist ein Buschsamen, ne? Gar kein Baum. Hm. Okay. Kann ich aber gut mit um. Hier würde ich jetzt aber auch nochmal so ein Ding setzen. Haben wir vielleicht noch 4 Schrott? Das wäre ganz cool. Also 4 Schrott. Oben können wir ja mit ein bisschen Holz bauen vielleicht. Aber hier unten würde ich dann doch noch gerne damit arbeiten. So, damit das ein bisschen stabiler aussieht, ja. So finde ich besser. Ich glaube, wir werden einfach nach oben hin arbeiten, Leute. Das wird eine hohe Base, glaube ich. Hier, also wie gesagt, nur noch mal in die Breite eine. Und in diese Richtung auch noch mal. Und das ist denn das untere Fundament. Alles andere wird sich oben abspielen. Das ist mal was völlig anderes. Ey, wie gut das einfach ist. Ich finde das jetzt auch nicht mehr hässlich. Ne? Ich finde es richtig geil. Mir gefällt das richtig gut.
dieser Stil. Liebe es. So, okay, lass uns los. Ich habe getrunken, ich habe gegessen. Hier lassen wir einfach zu. Inventar ist voll, das ist Mist. Wenn Inventar voll ist, ist es nicht gut. Hier ist kein Platz. Das heißt, wir müssen noch eine Kiste bauen. Lordings. Come on, noch eine Kiste. Dann machen wir ein Essen rein. Also nicht ein Essen, sondern das ganze Essen. Kiste bauen. Holztruhe bauen. So, da steht die gut. Und hier machen wir jetzt das alles rein. Und das hier kommt nach vorne. So, perfekt. So, okay. Wir haben unsere Armbrust und den ganzen Kram. Und wir müssen wieder zum Bezirk in genau diese Richtung. Let's go! Ist hier ein Hai? Habe ich ein Hai gesehen? Nein, ne? Bitte nicht. Krieg ich wieder Panik. Ich will keine Haie. Bitte nicht. Ich bin noch nicht so weit. Wir brauchen eine Harpune oder sowas. So, warte. Wir waren... wo waren wir denn stehen geblieben? Hier? Erstmal hoch. Ich glaube hier. Oder auch nicht. Ach, hat schon schönes morgendliches Schwimmerchen. Immer sehr schön, ja? So, hier war doch schon alles weg. Wo waren wir denn vorhin? Egal, ich nehme das erstmal mit. So, Schrott. Sehr viel Schrott. Und das hier brauchen wir auch alles. Gib mir das. Oh, Essen ist gut. Hier. Muss hoch. Sondier. Kiste. Ich mag Kisten. Oh ja. Oh ja, oh ja. Auch das sehr gut. Gib mir. So. Hatten wir noch ein Auto oder sowas? Ich glaube, jetzt gucken wir uns erstmal dieses Ding hier noch an, weil da ist noch eine ganze Menge, was ich nicht. Moment. Gelootet habe. Fest. Hallo? Oh, nice. Mobiltelefon, ich muss hoch. So. Okay, wo war das jetzt? Bin ich. Das Dumme ist immer, wenn ich hochschwimme und ich mich einmal im Kreis drehe, weiß ich ja nicht, wo ich herkam und wie die Bude aussah, wo ich gerade war. Hier war das, ne? Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. So, wir haben 5 von 6 Komponenten. Schon mal für das Paddelboot. Kann man die Dinger hier kaputt machen? So, gib mir das. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles. Aber war hier noch eine untere Sektion? Ja. Oh Gott. Okay, untere Sektion natürlich noch. Aber ich glaube, ich bin gleich wieder voll. Ich bin jetzt schon voll. Energy Drink. Aha, aha. So, so. Wir haben noch nicht genug Komponenten. Wir müssen noch mal runter. Ich guck
mal, was wir hier noch so haben. Mist. Mist, Mist, Mist. Hab nicht alles. Ich kann nicht alles mitnehmen. Okay, wir kommen wieder her. Ich hoffe, ich finde es wieder. Wir könnten natürlich hier auch eine Flagge hinstellen. Es gibt so Flaggen. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, Flaggen kann man nur hinstellen, wenn man irgendwie ein eigenes Ding schon hat. Ist das mein Zuhause? Ja. Ja, ich kann meine Base sehen. Wie cool. Wie cool die aussieht schon. Hä? Voll gut. Wir können, glaube ich, den Gang vorne doch noch zumachen mit Dach und so weiter. Vielleicht gar nicht so doof. Was ist denn das hier eigentlich? Da unten das Haus noch. So. Wie cool die Bude einfach aussieht. So, warte mal. Was wollte ich jetzt bauen? Ich brauche 6 Komponenten fürs Paddelboot. Haben wir noch eine Komponente? Ja, haben wir. Okay, wir können jetzt das Paddelboot bauen. Das machen wir jetzt auch direkt, oder? Brauche ich noch irgendwas anderes? Das machen wir jetzt. Paddelboot. Boot. Bauen. Hier. So, perfekt. Wir haben eine Truhe. Das ist ein... Jetzt habe ich die Farbe geändert. Wollte ich gar nicht. Nein, ich... Nein. Ich will grün. Oder? Wir haben nur blau und grün. So, hier ist das Paddelboot. Das lassen wir hier vorne. Wir lassen das nicht an der Base. Aber das Gute ist wirklich, dass wir hier diese Truhe haben. Das ist echt, echt sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir... nicht genug Stoff für das Segelboot. Will ich jetzt wirklich beides bauen? Warte mal, ich brauche 2 Seile. So, und dann habe ich 6 von 8 Stoff. Das reicht natürlich nicht. Wir brauchen noch 2 mal Stoff, dann können wir uns das Segelboot bauen. Das will ich natürlich auch sehen. Ist ja wohl ganz klar, oder? So, das muss alles rüber erstmal. Damit wir ein bisschen Platz schaffen. Nee, das nicht. Das kann bitte hier hin. So. Diese Fackeln. Ach. Warte mal. Das Ding ist, dass dieses hier ist zu voll. Das ist einfach zu voll. Ich mach mal das hier bei Essen. Das ist alles Essen, okay? Auch dieses hier. Das ist alles Essen. Das kommt hier rüber. Das kommt hier rüber. So, das kommt hier rüber. Antibiotika mache ich jetzt auch dahin. So. Und das. Und das. Und dieser ganze Quark kann sortiert werden. Und die Dekoartikel müssen wir später. Also ich will diese Leuchtreklame. Ich glaube, das sieht so scharf aus. Gucken wir uns an. Bestimmt in der nächsten Folge. Also zumindest, wenn wir hier eine Wand haben. Oder schaffen wir es etwa jetzt noch? Habe ich dann noch Metall? Moment, wir schaffen das jetzt noch. Come on. Ja, das muss jetzt klappen einmal. Ich möchte hier... eine Wand. Hier. An meinem Bett möchte ich eine Wand. Warte, bevor ich das mache, will ich wissen, wie groß ist das Ding hier? Und wie groß ist das Ding hier? Das ist voll klein. Okay, dann können wir ja auch ein Fenster hin machen. Dann machen wir da drunter die Sache. Und hier, das kann hier hin. Da kommt eine Wand hin. Okay, so machen wir das. Wir machen hier mit einer Fensterwand. Und dort eine Metallwand. Mega scharf. So, und jetzt mache ich hier... Mach doch mal die Fackel bitte aus.
Okay, das war kacke. Vor allem, das spendet doch auch Licht, oder? Nachts. Ich bin so gespannt, wie das aussieht. Das ist mega nice. Diese Leuchtreklame, die feiere ich komplett, Leute. Die feiere ich komplett. So, hier kommen natürlich noch Spikes ran. Und auch hier werden noch Spikes rankommen, unten. Und dann machen wir hier so halbe Wände oder so. Vielleicht mache ich es auch ganz zu. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Kann sein, dass ich auch ganz zu mache, weil ich von oben runterballern werde. Aber wir brauchen halt erstmal Stuff, Leute. Und wir haben jetzt unser Bötchen. Und in der nächsten Folge haben wir bestimmt auch unser Segelboot. Mal schauen. Aber es geht vorwärts. Das sieht so gut aus. Ich liebe es. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.